Hallo und willkommen bei Watch Maxes Kaffeepause. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, meine letzte Kaffeepause ist schon eine ganze Weile her, deswegen trinke ich heute zusammen mit euch meinen Kaffee. Einfach weil ich euch ein paar Sachen sagen wollte, mit euch feiern möchte, die mich richtig gefreut haben. Und auch am Ende etwas sagen möchte, was mir wichtig ist, damit ihr wisst, wie es auf meinem Kanal weitergeht. Für alle, die es interessiert, weil ich auch immer wieder danach gefragt werde, am Arm habe ich heute meine Sinn UX Sansibar am Silikonband. Es ist mein 5. oder 6. Versuch mit dem integrierten Silikonband von Sinn. Ich habe damit immer wieder Probleme, finde es optisch aber einfach richtig genial an der Uhr. Insofern, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob ich es behalte oder ob auch dieses Silikon oder diese Schließe am Ende doch wieder verkauft wird. Optisch finde ich es klasse und ansonsten, ich halte euch auf dem Laufenden. Was hat mich gefreut? Was feiere ich? Verschiedene Sachen sind das. Zum einen hat Sinn mich kontaktiert, ob ich nicht vorbeikommen möchte und mir die Neuheiten, die Frühjahrsneuheiten anschauen. Ich habe da eine ganz exklusive Präsentation bekommen. Das heißt, die stellvertretende Marketingleiterin und ich waren quasi alleine und ich habe sehr viel Zeit gehabt, mir die Uhren anzuschauen, Fragen zu stellen. Und das hat mich geehrt. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Denn das zeigt mir, dass mein Kanal, obwohl relativ klein mit wenig Abonnentenzahlen, doch erkannt wird, gesehen wird und auch nicht nur von euch, den Zuschauern, sondern auch ganz offensichtlich von den Herstellern wertgeschätzt wird. Und das finde ich richtig gut. Und das war der erste Punkt, den ich euch gerne sagen wollte. Der zweite ist, und der geht in die gleiche Richtung, mich haben 3 Hersteller angesprochen und mir unabhängig voneinander gesagt, dass sie an meinem Kanal schätzen, dass die Zuschauer so aktiv sind. Sie haben gesagt, die relativ geringe Abonnentenzahl finden sie gar nicht aussagekräftig oder nicht für jeden Kanal aussagekräftig. Insbesondere bei meinem würden sie die hohe Video-Engagement-Rate schätzen. Die Video-Engagement-Rate ist eine Kennzahl, eine Messzahl, mit der man messen kann, wie aktiv, wie interaktiv die Zuschauer auf die Videos, auf den gebotenen Content reagieren. Das geht zum einen durch die Daumen nach oben, dann geht es über die Kommentare und auch den Austausch innerhalb eines Kommentarfadens, wenn unterschiedliche Zuschauer miteinander reden und sich quasi ein Austausch entwickelt, der fast an ein Forum und weniger an ein YouTube-Video erinnert. Und last but not least auch die Interaktion mit den Herstellern. Und da haben mir mehrere Hersteller gesagt, dass die Zuschauer, die die Videos auf meinem Kanal sehen, sehr aktiv sind, sowohl im Austausch, dem Auseinandersetzen mit dem Video, den Uhren, dem Inhalt, aber auch im Austausch mit dem Hersteller und das würde für sie sehr wertvoll sein und das ist etwas, was ich ausschließlich euch zu verdanken habe, denn da habe ich so gut wie keinen Einfluss drauf. Ihr seid die, die den Kanal aktiv halten, attraktiv machen und dann auch mit den Herstellern in Kontakt treten und dafür von meiner Seite ein richtig, richtig fettes Dankeschön. Weil das finde ich schlicht und ergreifend super grandios. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist mein Community-Tab. Ihr kennt das vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Auf meiner Kanalseite oder auf jeder YouTube-Kanalseite gibt es oben verschiedene Reiter, Videos, Kurzvideos, Playlist und auch Community-Tab oder Community heißt es, glaube ich, nur. Dort kann ich Textnachrichten posten, ich kann Bilder posten, ich kann Videos verlinken und ich kann auch Umfragen machen und auf diese Weise mit euch in Kontakt treten, um euch Hintergrundinformationen zu geben, Fragen zu stellen, Feedback einzuholen. Das habe ich schon regelmäßig gemacht und zuletzt habe ich das gemacht
bezüglich eines neuen Kanals, der mir im Kopf rumschwirrte. Einige von euch werden es gesehen haben. Ich habe eine Shorts-Serie gemacht über eine Uhr, die nur 134 Euro gekostet hat und fand das Ganze echt interessant. Hat mir Spaß gemacht und ich habe gedacht, dass das ein wahnsinnig breites Feld ist. Viele Uhren in diesem Preissegment sind noch nicht besprochen, gezeigt worden. Es gibt keine Videos, zumindest nicht auf Deutsch. Und habe ich mir gedacht, das würde mich als Zuschauer interessieren und vielleicht auch noch andere. Aber ich glaube, dass die Schnittmenge zwischen denen, die sich für diese Uhren interessieren, japanische, chinesische, deutsche oder auch andere Uhren mit einem Straßenpreis von unter 500 Euro und die, die sich auf deutsche Uhrenmarken fokussieren, bei einem Einkaufspreis von 1000 Euro oder mehr bis in den mittleren vierstelligen Bereich rein. Ich glaube, die Schnittmenge ist relativ gering und wenn ich beides zusammen mischen würde, würden einige wenige damit, glaube ich, sehr glücklich sein. Aber die Mehrzahl würde die Hälfte des Inhaltes des Kanals nicht interessieren und aus diesem Grund trenne ich das. Ich glaube, dass der zweite Kanal mein Arbeitstitel im Augenblick ist, Baumi Uhren für kleines Geld im Mai, Juni, Juli, irgendwann um diesen Dreh rum vielleicht live geht. Und die Videos werden auch anders sein als meine Watchmaxe-Videos. Also keine Talking-Head-Sequenzen, so wie jetzt, wo ich in die Kamera spreche, man mich sieht. Es werden ausschließlich die Uhren gezeigt und vorgestellt. Es wird kein Verkaufskanal, kein Shopping-Sender werden, aber es wird doch deutlich eher eine Verkaufsberatung sein für wieder Value for Money, würde ich sie mir kaufen. Und sofern ich es weiß, denn das ist ein sehr breites Feld, gibt es Alternativen, gibt es gleich gute, bessere, günstigere Alternativen. Und in dem Bereich wäre ich natürlich auch sehr auf das Feedback angewiesen, auf die Kommentare, sodass man hier vielleicht auch einen regen Austausch etablieren könnte. Das ist mein Plan. Der Watchmaxe-Kanal wird unverändert mit gleichem Content und auch gleicher Qualität, hoffentlich besser werdender Qualität, weitergeführt werden. Der andere läuft komplett separat mit einem anderen Fokus und auch einer anderen Art der Videos. Das kommt nur als Info. Egal was ich mache, der Watchmaxe-Kanal bleibt wie er ist und wird sich auch nicht maßgeblich inhaltlich verändern. Ja, eine Sache habe ich noch, die mir wichtig ist. Ich bin privat im Augenblick in einer sehr besonderen Situation. Einige von euch wussten es, wir haben einen Todesfall in einem engeren Familienkreis. Da steht jetzt sehr viel an, was gemacht werden muss. Und aus diesem Grund habe ich mich selber von dem mir gegebenen Versprechen entbunden, 2 Videos pro Woche rauszubringen, zumindest für den Zeitraum von 2 bis 4 Wochen. Ich kann es nicht genau sagen, wie lange es dauert, weil ich nicht genau sagen kann, wie lange es dauert, bis wir alles geregelt haben. Ich kann auch nicht sagen, ob ich es nicht doch schaffe, 2 lange Videos die Woche zu machen. Ich kann auch nicht ausschließen, dass ich gar kein langes Video in den nächsten 2 bis 4 Wochen mache. Ich weiß es schlicht nicht. Vielleicht kommen einige Shorts, vielleicht kommt ein Ur-Pur-Video mit Musik, vielleicht kommt ab und an mal ein langes Video. Ich will mir da einfach keinen Druck machen, weil mein Fokus und mein Schwerpunkt im Augenblick schlicht irgendwo anders liegt und auch liegen muss. Ab April, Anfang April, Mitte April, um diesen Dreh rum, geht es hier unverändert weiter mit 2 langen Videos die Woche. Ich habe da Spaß dran, ich möchte das fortführen, ich werde das fortführen, nur eben in dem aktuellen Rhythmus für einen sehr begrenzten Zeitraum nicht. So wie ich euch kennengelernt habe, weiß ich, dass ihr da Verständnis für habt und dafür danke ich schon mal im Voraus. Ich wünsche mir sehr, dass ihr aktuell nicht in einer solchen Situation steckt. Ich wünsche mir, dass ihr gesund bleibt, dass ihr euch an euren Uhren erfreut und dass ihr euch auch auf meine kommenden Videos freut, auch wenn es ein bisschen länger dauern könnte. Bis dahin, tschüss, euer Axel.